Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Werden wir gleich mal das Subjekt interagieren, das wir in der letzten Folge gefunden haben. Ach, hier ist es. Ich würde sagen, fast doch. Muss ich eigentlich? Ja, muss ich. Ah, jetzt macht er. Siehst du, verstehst du, was los ist? Noch nicht. Schon bald. Machtinstrumente, Datei freigegeben. Freigeben. Nein. Mit ihrer Macht mähten sie ihre Feinde nieder. Ist ja nicht so, dass ich keinen von denen kenne. Oh, die auf jeden Fall, die kenne ich, glaube ich, irgendwer. Also ich weiß, was das da. Ach, da steht da drunter sogar König Arthur, ja genau, König Arthur. Aber mit der Macht mähten sie. Nee. Eigentlich nicht. Kenne ich auch nicht. Sieht aber gut aus. Und das hier? Nee. Ein Versuch habe ich noch. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Das sagt mir auch irgendwas. Nehmen wir den einfach mal. Perseus ist auf jeden Fall ein Arsch. Attila der Hunde auf jeden Fall. Hebräisch. Samson. Ja, nehmen wir den auch mal rein. Die war nämlich voll nett und so, deswegen die nicht. Sigmund. Schauen. Ach, ich bin schon. Aber in den ersten drei. Moment, ich mache erstmal, ne? Die sind sicher. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, also. Die sind. Eigentlich klar. Samson, Hebräisch. Nee, ich dachte die ganze Zeit, dass das eine Wunde ist, aber das ist eine Hand. Ach du Kacke. So rum. Sigmund. Er sieht auch ziemlich tyrannisch aus. Nehme ich den einfach mal mit. Den nehme ich mit. Den. Jetzt versuche ich wieder die letzten drei. Wenn es nicht klappt, dann lasse ich's. Ja. Ja, ich bin Spielkind. Okay, dann lassen wir es. Dann machen wir das wann anders. Oder gar nicht. Dann gehen wir jetzt zum... Endlich dahin, wo wir von Anfang an hin wollten. Zum Assisen. Zum Issengrab. Genau, zum Issengrab. Du mich auch. Ja, muss ich mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht, wann wir angefangen haben. Ich glaube, 3 Minuten läuft es schon. Gehe ich mal einfach davon aus. Hoffe ich mal, dass ich das Assassin's Creed Grab. Oh. Das Assassin's Creed Grab. Alter! Auch schaffe in der Zeit. Ich hoffe, ihr konntet mich jetzt die ganze Zeit auch gut hören. Das Mikro ist wieder runtergerutscht. Ich weiß gar nicht, wie es das immer macht. Fast. Auch hier habe ich, glaube ich, auch recht lange dran gesessen, um da reinzukommen. Gnade mit dieser Assassine gesichtet! So eine Schande aber auch. Warum bist du doch? Hey, Kolo! Da! Da! Wo? Wo? Macht's weg! Solche Arschlöcher. Bevor ich dann hier auch nochmal reingehe,
zu der Mission gehe, so rum, werde ich auch nochmal, werde ich nochmal zu der Villa gehen, um das ganze Geld abzugrasen. Und dann weitermachen. Und mit dem Geld natürlich dann wieder ein bisschen shoppen gehen. Jetzt haben wir circa 10 Minuten Zeit, um das zu schaffen. Das Geheimnis von Raveldino. Rücke die Raveldino infiltrierte und das Siderine versteckte aus diesem Spiegel findet. What the hell? Boah, da hatte ich mir auch das erste Mal so erschrocken. Ich dachte, ach du Scheiße, geht das da tief rein? Oh, da ist ja nur Wasser. Gut, dass ich schon ein paar Vorkenntnisse hätte, sonst hätte ich gleich hier übelst rumgeheult und ihr hättet mich total ausgelacht. Das wäre dann nicht so toll. Das hat sich gerade ziemlich erbärmlich angehört. Er fällt auch runter und so, pfft, jetzt wäre irgendwas gerade kaputt gegangen. Na, spring ich doch mal da rein. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch wunderschön aus. So, und den Rest schaffe ich flüssig. Ach, das... Ich dachte, da muss man... Ja, er packt mich nicht. Das haben wir spätestens jetzt gerade gesehen. Dass er mich kein bisschen mag. Tut mir auch ein bisschen leid, wenn ich die Nase ein bisschen so hochziehe. Ich bin etwas erkältet. Der Kack ist das. Okay, das werde ich nicht in 10 Minuten schaffen. Davon werden nämlich noch ein paar kommen. Wenn ich mich nicht täusche. Das wird dann nicht so schön. Einfach mal weiter springen. Wird schon schief gehen. Dann mal hoch. Nee. Hoch nicht. Da will er auch nicht lang. Da auch nicht. Gehe ich einfach mal runter. Na, hier ist dann wieder so ein Tor. Ja, wo will er hin? Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall nochmal zurück. Ich kann hier hoch. Aber ich glaube, das bringt auch nur einen Schatz. Genau, das bringt nur einen Schatz. Und dann noch nicht mal einen guten. Ja, hier ist dann so ein Hui. Aber bringt mich auch nicht unbedingt weiter. Nee. Wenn ich hier so und dann zack. Nee, auch nicht. Aber ich sehe auch nichts, wo ich hochklettern könnte. Sowas hasse ich. Hier kann ich nicht hoch. Also kann ich nur an diesen Stellen, weil ich nirgends anders stehen kann. Oder kann ich da hinten stehen? Ah. Das war echt unnötig. Hep. Oh, an die Stelle kann ich mich auch noch erinnern. Die hatte was. Slip.
viel zu dem. Wie sieht der mich? Ich würde gern mit euch reden. Mein Herr, auch ein schnelles Wort. Nur einen kleinen Moment. Komm hoch. Da! Wir können ihn zur Piazza schaffen. Das Feuer wird erst in einer Stunde entzündet. Was? Komm hoch. Arsch. Oh Mann. Laju! Ha, guter Deswegen die Kapuze. So viel besser seht ihr auch nicht aus, als er haltet die Fresse. Ich glaube, ich muss irgendwie. Ich muss bestimmt wieder irgendeinen Hebel aktivieren und dann dadurch. Wieder eine Meisterleistung. Ach ja. Und wo jetzt? Da? Nee. Nee. Oh, ich hab ein Pferd gehört. Das ist ein Zeichen. Laju, da wartet einen Moment. Normalerweise hätte ich jetzt einen Attentat machen können. Aber das Spiel dachte sich, nö. Du bekommst keinen Attentat, du bist scheiße. Tada! So, und was soll ich hier oben machen? Weiter hat das mir nicht gezeigt. Ja. So viel Blöde irgendwie da durch? Nee. Wahrscheinlich irgendwie weit. Nee, geht auch nicht. Von da komme ich ja. Boah, das hat jetzt voll gebracht. Nein, ich schätze mal hier irgendwie. Genau. Manche Sachen sind ja ein bisschen übersichtlich. Genau das meine ich. Genau das. Das wird so scheiße. Oder war ich einfach schlechter in der Zeit? Also, das ging eigentlich. Muss ich sagen. Das ging jetzt eigentlich, aber die Kacke ist jetzt. Ich bezweifle, dass ich bis dahin komme. Ah, ich versuch's einfach so. Die sichere Nummer. Ja, das wäre ein bisschen weiter weg gewesen, als ich gedacht hätte. Oh, kann das sein? Bin ich hier am Ziel? Bitte, lass mich am Ziel sein. Nein! Nein! Oh. Aber das ist ein nächster Abschnitt, da ist doch schon mal etwas. Denn hier werde ich wahrscheinlich einen Cut setzen. Wenn er fertig ist, mit zeigen. Ah, da muss ich hin. Okay. Gut. Ich hoffe, es hat euch die Aufnahme gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüss.